So, da wären wir wieder. In diesem doch recht interessanten Ort, wo ich bestimmt nicht die Wände berühren will. Also wenn das kein dramatischer, epischer Ort ist für einen Kampf gegen einen Dämon, dann weiß ich auch nicht. Oh. Da ist gerade was von der Decke gefallen. Moment mal, die Ecke hier kenne ich. Oh. Weg. Achso, ist der einzige Ausgang. Ne, hier. Also, da geht's wieder dahin zurück. Sehr komisch. Okay, also es gibt doch nur einen Gehwegbaum. Hier kam gerade ein Feuerball angeflogen. Aber hier ist nichts. Außer Goblin. Ja, komm, stirb. Ist zwar einer von den 10 Goblins, aber das ist schon okay. Oh, sind ein paar mehr. Trotzdem machbar. Genau, schießt euch gegenseitig ab. Macht mir die Arbeit leichter. Und dann will ich gleich unbedingt mal auf die Karte gucken. Wir sind jetzt zweimal nach oben gegangen von Level 7 aus, seit wir sind in 5. 5 war 1 über den Magiern, was auch immer da war. Oh, da ist ein Auge gewesen. Oder ist immer noch ein Auge. Kaputt. Komm schon. Ich muss mich mit dem Magier kümmern, die ganze Zeit um so einen Rücken zaubern. Wir müssen unbedingt noch ein Mantra finden für Schwertkunst. Ich habe so das Gefühl, ohne das haben wir ein echtes Problem bei dem Dämon. Weil jeder Schlag von uns sollte eigentlich ein Treffer sein. So mächtig wie wir inzwischen sind. Mit unserer Angriffskraft und dem Schwert der Gerechtigkeit und dem Ring des sonst was und dem Schild der Tugend und, ne? Da sollten wir wenigstens treffen können. Bleib stehen. So, kaputt. Edelsteine auf dem Boden. Uninteressant. Karte. Okay. Osten geht's weiter. Ich weiß jetzt, was es ist. Also ja, eigentlich wusste ich schon gesagt, was es ist. Es ist einer der... Wow, okay. Einer der 7 Medaillon-Teile. Oder Amulett-Teile. Wobei das halt nicht wörtlich zu nehmen ist. Weil das Schild ist auch ein Amulett-Teil. Wir sollten nämlich einmal von ganz unten nach ganz oben laufen für einen Teil der Amulette. Das wird das jetzt sein, weil wir sind jetzt schon dreimal nach oben gelaufen, von ziemlich weit unten. Außerdem hat der Zwerg ja auch gesagt, dass wir das eine Ding hier finden. Hinter der Tür, die abgeschlossen ist. So, stopp. Sind jetzt Ebene 4. Eine Schriftrolle, was bist du? Ja, ist wieder so eine komische Schriftrolle, oder? Können wir nicht aufheben. Ja. Oh. Horatio hat die Lavagruben aufgedeckt. Er ist nun im Nordwesten, um die Karte zu vervollständigen. Er wird euch beide schicken, wenn er zurückkommt. Steht hier auch was drauf? Oh, können wir nicht lesen. In Lohr, Bett in Sankt, Ort Jux, in Mani-Ilem, Sankt Hur, Uspor, Synflas, Tormes. Sagen wir was. Also Licht, keine Ahnung,
Blitzstrahl, Heilung. Also ja, das sollten wir behalten. Denn ist das Ding hier als einziges eine random Schriftrolle gewesen, aber wir haben keinen Platz. Ja, das wird sich auch nicht ändern. Wir sollten trotzdem kurz schlafen, sonst sterben wir gleich. Oh. Ach stimmt, da war ja so ein Baum. Hier? Okay. Weg in Lore. So. Sind wir hier richtig? Ja. Klick. Bist du nett? Nein. Warum gehen die jetzt auf mich los? Sind das nicht die Magier von dem Orden des Mondes? Also die auf Ebene 6, für die wir die ganzen Aufgaben machen? Anscheinend nicht. Komm, Kelp, sehr schön. Die zaubern noch nicht wirklich. Rutsch. Rutsch. Oh, Huhn. Sehr schön. Da fehlen uns, glaube ich, noch 1, 2, 3. Nee, 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 nicht da. Bleib schön da, wo du bist. Oh, wir sollten trotzdem gleich die Heilsprüche zusammenstellen. Gelb. Rot. Und komm schon. Komm schon. Genau das meine ich. Wir sind der mächtige Avatar in voller Plattenrüstung, Schwert der Gerechtigkeit, Schild der Tugend, bla bla bla. Und wir schaffen es nicht, einen halbnackten Opa, also jemanden, der nur in einem Stofftuch reingewickelt ist, zu treffen. Alkohol. Okay, einen alten Opa in einem Stofftuch reingewickelt, der vollkommen betrunken ist. Na gut. Weg. Heilung. Da geht's hoch. Da ist noch eine Tür. Aber erstmal will ich ganz nach oben gehen und das eine Ding bekommen. Und danach werden wir wahrscheinlich... Drittes Level? Drittes Level. Ja, okay. Die Tentakelviecher. Abgeschlossen. Passt nicht. Passt nicht. Passt nicht. Was mit dir? Abgeschlossen. Passt nicht. Passt nicht. Passt nicht. Also müssen wir hier irgendwo einen anderen Schlüssel finden. Moment mal, wir kommen da unten her. Warum geht's hier jetzt wieder runter? Das wird langsam echt verwirrend. Das ist ein neuer Bereich, richtig? Richtig. Oh weia. Wir werden uns sowas von verlaufen können. Oh. Hier haben wir gerade die Magie umgebracht. Also ist doch kein neuer Bereich. Ich. Okay, wenn wir rechts rumgehen, kommen wir auf der einen Seite raus. Wenn wir links rumgehen, kommen wir auf der anderen Seite raus. So hat man seine Entscheidungsfreiheit. Okay, wieder hoch. Also beide Seiten sind egal. Also ob wir da hinten rausgehen oder hier. Türen kriegen wir nicht auf. Hier sind überall Sackgassen. Das heißt, eventuell müssen wir einfach nur den Baum umbringen. Der hat den Schlüssel dann dabei. Ja, er sieht hier wichtig aus. Und die ganzen Tentakelviecher finde ich jetzt ein wenig irritierend, weil die uns jeden Moment vergiften könnten. Also schieben wir dich mal zu der einen Tür. Und hauen so lange auf die ein, wie es geht. Und wenn das zu eng wird, dann heilen wir einmal. Mehr werden wir nicht können. Haben wir gerade schon wieder Mana bekommen? Ich könnte echt schwören, dass es ab und an hochgeht. Oh ja, wenn wir
Noch ein, zwei Treffer abbekommen, heilen wir uns aber hoch. Wenn es dann immer noch zu eng wird, können wir immer runterlaufen. Boah, sieht eigentlich gerade ziemlich gut aus. Fast keinen Schaden bekommen, der ist schon gelb. Helm beschädigt. Ja, ich werde jetzt bestimmt nicht wieder zum Zwerg laufen. Der ist zwar eigentlich in Ebene 2, aber ich habe irgendwie den Verdacht, dass wenn wir gleich auf Ebene 2 gehen, dass wir keine Abkürzung zum Zwerg finden werden. Das heißt, wir müssen erstmal ganz wieder runter in Ebene 7 und von 7 dann wieder hoch in 2 laufen. Und später wieder zurück. Nee. So, jetzt fall bitte um und lass den Schlüssel da. Sonst haben wir ein Problem, weil wir haben keinen anderen Schlüssel hier bekommen. Also ja, ein, zwei Etagen unter uns in diesem langen Gang jetzt. Oh. Haben wir noch ein, zwei Sachen übersehen, aber... Komm schon, du bist schon eine ganze Weile rot. Kipp um, verdammt. Mana haben wir nicht mehr. Gift ist nicht gut. Gift ist ganz und gar nicht gut. Lauf. Na, tot. Ja, schön, dass wir wiederbelebt werden. Was? Underworld Internal Error. Problem im Object List. Das hört sich nicht gut an. Ich hoffe, es ist jetzt nicht irgendwas verschwunden, was für uns wichtig ist. Die beiden Schlüssel habe ich nie ausprobiert. Mal raus da. So. Ich hätte schwören können, die Sachen wären vorher gefüllt gewesen mit anderen Gegenständen. Das war nicht geplant. Wir hätten gerne Licht. Und PK. Also wir müssen wieder nach Nordwesten. Und den ganzen Weg jetzt nochmal laufen. Flink. Das ist noch der alte Fehler, okay. Also, ich laufe jetzt die ganze Strecke, die wir eben gerade gelaufen sind, nochmal. Wobei wir diesmal noch mehr darauf achten sollten, den NPC zu finden. Weil wir haben hier seinen Bruder gefunden. Und das müsste ihn eigentlich freuen. Außerdem sollen wir ihm so ein Codewort sagen. Karte einmal. Richtig? Ja, sind wir. Also, NPC suchen, Codewort sagen und danach ganz runter, oben ganz hoch zu laufen und einmal gegen den Baum zu schlagen, damit er tot umfällt. Es hätte echt besser laufen können. Na gut, so. Hier sollte der NPC irgendwo sein. Ist er aber nicht. Ich laufe mal ganz kurz hier diese eine Sackgasse lang. Fällt er ja gerade auf der Latrine oder Gift? Okay. Badly poisoned. War das jetzt echt die Latrine? Sehr abgefahren. Okay, jetzt schlafen. So. Wir wollen keinen PK. Wir wollen Licht. Ja, hier ist nirgendwo ein NPC. Könnte sein, dass er jetzt verbuggt ist, dass das die Fehlermeldung war. Ich hoffe dann einfach mal, dass die beiden NPCs nicht spielrelevant sind. Das wäre sehr ärgerlich. So, dich können wir nicht aufheben. Du bleibst mal ganz kurz hier liegen. Ein Schlafsack kann rein. So. Dann hätten wir gerne dich gegessen. Wir hätten gerne dich gegessen. Und dich und das war's. So, du an. Was mit der Tür hier? Die führt wieder raus. Wir wollen nicht raus. Wir wollen nach Süden. Was? Hier ist die Treppe nach oben. Ich
Entweder bin ich gerade sehr verwirrt, oder ich hätte gerade schwören können, dieser Pfeil war gerade da hinten. Ist egal, wir müssen nach Nordosten und dann hier durch das Gefängnis durch. Entweder brauche ich mehr Kaffee oder das Spiel wird immer verbuggter. Was jetzt ziemlich ärgerlich. Habe ich gerade Schaden genommen? Gerugon wird langsam wahnsinnig. Was ich gerade sagen wollte, es wäre sehr schade, wenn das Spiel jetzt verbuggt. Denn ich habe das Gefühl, wir sind ziemlich nah am Ende. Also primär wegen dem Dämon. Oh, 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 oh. In diesem langen Gang nach oben. PK. Weil damit dürften wir ja fast alle Amulettteile gefunden haben. Also diese 7 Stück. Richtig? Also ja, das Buch fehlt noch, wo wir das mit den 4 Smaragden machen müssen. Wobei wir erst 1 Smaragd gefunden haben. Was jetzt nicht ganz so toll ist. Dass es denn daran scheitern würde. So, lauf, 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 lauf. So lange waren die Etagen ja nicht. Wir müssten gleich wieder oben bei dem Einbaum sein, nicht bei dir. Wir wollen runter. Und laufen. Laufen, 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 laufen. Denn ich sollte den einen Baum ein, zwei Mal schlagen, dass er auch noch tot ist. Hoffen, dass er einen Schlüssel dabei hat. Und wenn er keinen dabei hat, probieren wir einfach die anderen Schlüssel aus, die wir dabei haben. Auch wenn ich es ein wenig komisch fände. Wo zur Hölle müssen wir hin? Sind wir gerade einmal im Kreis gelaufen? Gucken wir kurz nach Süden. Auch wenn ich es komisch fände, wenn einer der anderen Schlüssel, die wir dabei haben, passen würde. Ja, hier ist nichts. Da geht's hoch. Hoch ist gut. So, an einem Einbaum vorbei. Gleich haben wir die Qual der Wahl, was nicht wirklich eine Wahl ist. Genau hier. Hier haben wir den Magier erschlagen. Mitkommen. Hoch. Da ist der Baum. Wir hätten vorher vielleicht schlafen sollen. So, im Nachhinein. Ich will doch nur einmal draufhauen. Wir gucken, ob der schon rot ist. Ne, er ist gelb. Okay, 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 okay. Nicht gleich wieder vergiftet werden und sterben, das wäre nicht so toll. Runter. Schlafen. So, Mana ist okay. Dich hätten wir gerne. Wir hätten gerne Licht. Wir hätten gerne Heilung vorbereitet. Und jetzt bringen wir diesen doofen Baum um. So. Kommt ein Schwert raus. Gelb war er eben schon. Also hätte er sich nur ein bisschen regeneriert in der Zeit. Gelb, komm schon. Gelb. Bevor die Tentakel kommen und uns vergiften und wieder daran sterben. Komm schon. Wird wenigstens rot. Einmal heilen. Ja, rot, sehr schön. Und Gift. Bring den doofen Baum um. So, kein Mana mehr. Kann er nicht vom Baum verprügelt werden? Nein, 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 nein. So, jetzt dürfen wir hier im Gift sterben. Sehr schön. Andere Schlüssel? Passt nicht. Passt nicht. Passt nicht. Passt nicht. Passt nicht. Und ich sehe keinen Schlüssel auf dem Boden. Das ist jetzt nicht schön. Okay, andere Seite. Passt nicht. Passt nicht. Passt nicht. Passt nicht. Passt nicht. Und das Gift bringt uns gleich um. Karte. Ja, hier sind nur die zwei Türen. Und die beiden Runtergänge. Etage 4.
Was? Nordwesten? Achso, das kann alles weg. So. So. Also da geht's hoch. Und da geht's hoch. Das heißt, wenn wir gleich wieder hochlaufen müssen, sollten wir das noch öffnen und das noch öffnen und hoffen, dass dahinter irgendwo der Schlüssel ist. Haben wir noch unterwegs irgendwas? Ja, hier, wo die anderen, wo es ein Feuerelementar ist und noch zwei Bäume. Da könnten wir uns auch noch umgucken. Hier war nichts, hier war nur Lava. Nee. Na gut, dann sterben wir jetzt. Also wir könnten theoretisch uns hinlegen und einfach schlafen. Was, glaube ich, schneller geht, als von denen getroffen zu werden. Denn die vergiften nur, die machen kaum Schaden. So. Stirb in Frieden, Avatar. Stirb im Schlaf. Kommt jetzt wieder eine Fehlermeldung? Ja. Selbe Fehlermeldung. Na gut, wie gesagt, Daumen drücken, dass es nicht so wichtig ist. Und wir sehen uns nächste Folge, wo wir den ganzen Weg nochmal laufen und diesmal den Schlüssel suchen. Ist ja nicht so, dass wir jetzt schon recht viele Schlüssel haben, aber irgendwo wird noch einer sein für die beiden Türen bei dem Baum und dem Wasser. Alternativ könnten wir uns auch an Land stellen und versuchen, nachher noch die Kraken umzubringen und dann einfach eine ganze Weile auf die Türen einzuschlagen. Was gar nicht mal so schlecht klingt. Also ja, wir sehen uns gleich wieder.